Hallo und herzlich willkommen bei FotoTV. Wir haben uns viele Jahre um das Thema Architekturfotografie ein bisschen herumgemogelt, weil Architekturfotografie kein so einfaches Sujet ist. Es hat nämlich immer sehr viel mit den Intentionen des Architekten zu tun und nicht nur mit den Intentionen eines Fotografen. Und ich habe heute die super Gelegenheit, einen Architekten und einen Fotografen in Personalunion dabei zu haben. Markus, du bist studierter Architekt. Richtig. Und Fotograf und ich darf das mal sagen, ohne dass er es hört, sehr erfolgreicher Architekturfotograf mit vielen Preisen, Ausstellungen und so weiter, Bücher, Publikationen. Also der Mann neben mir weiß, was er tut und er weiß es eben aus zwei Perspektiven. Einmal als Architekt, einmal als Fotograf. Und wir sind im Schloss Benrath und wir hatten vorhin einen anderen Dreh und er sagte zu mir, ja, ich könnte da drüben noch was fotografieren. Und das muss ich in der Zentralperspektive machen, das ist total klar. Da kommen wir jetzt drauf. Markus, Zentralperspektive als Stichwort. Ich habe gerade gesagt, Architekturfotografie hat immer viel mit den Intentionen des Architekten zu tun. Wenn man ein Architekturfoto macht, studiert man eigentlich immer, was hat der Architekt vorher gewollt, als er das Gebäude entworfen hat. Und die Zentralperspektive ist in diesen alten Gebäuden eine extrem wichtige Perspektive. Warum? Also das kommt ja aus der Barockzeit, dieses Schloss, und zu diesem Zeitpunkt haben die Leute sich mit Gartenanlagen befasst, die haben sich mit Achsen befasst, die durch diese Gärten gehen, als auch durch Achsen, die dann sich von dem Garten in den Gebäuden fortsetzen. Wir haben ja also ein Gebäudeensemble, was punkt- und spiegelsymmetrisch teilweise ist. Wir haben dort ein Gebäudeteil, dort haben wir den gleichen Gebäudeteil und wir haben hier diese Achse, die sich dann anhand des Wasserspiegels dort hinten noch weiter fortsetzt. Das heißt, wenn man einem gewissen Ort gerecht werden will, muss man einfach sich auf diesen Ort einlassen. Und wenn man an einem Schloss ist, dann auf jeden Fall auf diese Achsen. Und eine Zentralperspektive ist ein Ort oder ein Punkt, an dem alle perspektivischen Linien zusammenlaufen. Also man steht genau in der Achse und dann laufen auch alle Perspektiven an einem Punkt zusammen. Und nochmal zurück zu der ursprünglichen Frage. Die Architekten dieser Zeit haben in diesen Achsen ganz stark gedacht. Das war deren Grundschema, mit dem die diese riesengroßen Anlagen überhaupt konzipiert haben. Kann man das so sagen? Das kann man genauso sagen. Also ein gutes Beispiel ist hier Schloss Benrath, wo wir gerade sind. Ein anderes gutes Beispiel ist natürlich Versailles in Paris, in Frankreich. Und ja, heute sind wir gerade in Benrath und haben die Möglichkeit, eben hier drin uns aufzuhalten und eben auch ein paar Aufnahmen zu erstellen. Ich selber habe dieses Schloss schon sehr gut und sehr langfristig kennengelernt, war also in sämtlichen Gebäuden drin. Und da kommen einem natürlich gerade diese Erfahrungen auch zugute, dass man aus der Planung ursprünglich kommt und dann Richtung Fotografie sich weiterentwickelt und jetzt wieder diese Planung praktisch wieder neu erstellt durch die Fotografie. Das heißt, der Architekt plant erst etwas zweidimensional anhand einer Planung, einer Zeichnung, dann wird es gebaut, ist dreidimensional und als Fotograf oder als Architekturfotograf hat man die Möglichkeit, diese Dreidimensionalität wieder in die zweite Dimension in Form einer Fotografie zurückzuführen. Okay, das musst du uns dann gleich zeigen. Weil die Achsen hier so wichtig sind, diese Symmetrien in der gesamten Anlage, wollen wir uns erstmal ein paar dieser Achsen raussuchen, sie euch zeigen, um mal so ein bisschen den Ort zu entschlüsseln, um dann festzusetzen, wie man dann zum Beispiel diesen Raum hier fotografieren würde. Genau. Zunächst mal können wir uns einfach umdrehen. Wir stehen schon fast in einer Achse. Wir gucken einfach in Richtung dieses Fensters da hinten. Und wenn man sich dorthin bewegt, dann sieht man, dass auch der Garten dahinter direkt so angelegt ist. Genau, wir gucken auf dieses Wasserbecken raus und wir sind nicht nur mittig hier in dem Raum, sondern, wenn ich das richtig sehe, auch mittig über dem Wasserbecken. Genau, also die Architektur setzt sich in der Landschaftsarchitektur oder in den Parkanlagen weiter fort. Okay, das ist die erste natürlich hier sofort auffallende Achse. Sollen wir mal weitere suchen? Ja, können wir gerne machen. Okay, wir sind immer noch auf der Achse. Da drüben ist das Wasserbecken. Und so ein Punkt hier am Boden, Markus, ist ein guter Indikator. Wenn zwei Linien sich kreuzen, entsteht ein Punkt. Und dieser Punkt ist tatsächlich auch die nächste Achse. Ja, der ist ja auch entsprechend markiert. Wir befinden uns jetzt im Kuppelbau, wo zwei Achsen zusammenlaufen. Zum einen haben wir diese Achse, die von da nach da läuft und sich dort im Garten vorsetzt. Zum anderen haben wir diese Achse, die durch den Kuppelbau sich in der Querachse fortsetzt. Wir haben also zwei Zentralperspektiven an einem Punkt. Sehr schön sieht man auch wieder die Symmetrie, von der du eben sprachst. Wenn ich das richtig sehe, sind die beiden Räume rechts und links von diesem hier genau gleich groß und wieder gespiegelt.
Genau. Also hier hat man fast Achsensymmetrie, da spricht man dann auch von. Das heißt, die Achse, die so läuft, kann man dann wieder rüberspiegeln und hat sie dann da vorne auch wieder vorzufinden. Warum suchen wir jetzt die Achsen als Fotografen? Weil wir genau von denen fotografieren? Das sind die Achsen, die für dieses Gebäude von der Architektur her besonders wichtig sind. Also der Architekt hat nicht irgendwie gebaut und der eine Flügel ist ein bisschen größer als der andere oder ganz anders, sondern wir sprechen hier von Symmetrien. Und um die Eigenart von diesem Gebäude aufzugreifen, ist natürlich gut, wenn man auch diese Eigenarten aufnimmt. In dem Fall eben diese Symmetrien. Und dazu eignet sich natürlich eine achsensymmetrische Fotografie besonders gut. Okay, dann machen wir mal ein Foto machen, um das zu belegen, ja, wie gut dann der Raum zum Tragen kommt dadurch. Ich würde sagen, wir gehen zurück vorne in den Raum, weil da wolltest du sowieso noch ein Foto machen. Genau, wir gehen genau in diese Achse zurück und an den Standpunkt, wo wir sozusagen gerade gestartet sind und diese Achse auch gefunden haben. Und genau da müssen wir uns jetzt auch hinstellen, um diese Aufnahme zu machen. Wir sind zurück am Ausgangsstandpunkt von eben und wie ihr seht, hat Markus genau auf der Linie die Kamera aufgebaut. Ja, genau, die Achse kann man sehr gut erkennen. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, wie ich feststelle, ob ich in der Achse bin oder nicht. Eine der einfachen Möglichkeiten ist, man schaut auf den Bodenbelag. Hier vorne, dieser Bodenbelag, dieses rautenförmige, läuft genau in diese Achse rein, läuft genau ins Fensterkreuz da hinten auch. Und wenn der Architekt das gut geplant hat, beziehungsweise es auch dementsprechend umgesetzt wurde, kann man auch sehen, dass dieser Leuchter auch wieder in dieser Achse hängt. Das heißt, wir haben verschiedene Punkte. Und wie beim Gewehr Kimme und Korn muss das alles auf einer Linie sein. Das heißt, der Punkt oben muss auf einer Linie sein, da hinten der Punkt muss auf einer Linie sein und die Kamera muss dann auch auf dieser Linie sein. Wie weit ich mich jetzt von da hinten entferne, ist objektivabhängig oder auch motivabhängig. Was möchte ich aufs Bild haben? Also das übliche Thema in der Fotografie. Du hast das gerade ganz, ganz akribisch gemacht. Das ist sehr wichtig, weil wenn man nur ein ganz kleines bisschen aus der Achse rauskommt, funktioniert das Foto schon nicht mehr so gut. Also man sieht es sofort. Also es gibt sehr viele Zentralperspektiven, die sind annähernd Zentralperspektiven. Und dann merkt man einfach, das zappelt ein bisschen. Da sieht man oben diese Linien, die dann von der Decke irgendwie in die Bildecke laufen. Die sind dann eben nicht genau gleich, links und rechts, sondern ein bisschen anders. Kann man auch nicht gut bei Photoshop entzerren, weil wenn die Perspektive halt anders ist, dann ist sie halt anders. Das neue Photoshop bietet da schon, denke ich, ganz gute Möglichkeiten, aber viel einfacher und viel besser und viel korrekter ist es, wenn man es direkt macht, also die Bilder direkt vor Ort richtig vom Standpunkt her fotografiert. Ein weiterer Fehler oder ein weiterer wichtiger Punkt bei der Architekturfotografie ist, dass man nicht stürzende Linien erzeugt. Genau, dafür bieten sich Sachen an, wie zum Beispiel Fachkameras, wie diese hier, die wir hier sehen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, das Rückteil oder das Objektiv parallel zu verschieben. Das heißt, ich möchte hier eben möglichst viel von der Decke drauf haben und nicht so viel vom Boden. Dann schiebe ich das Objektiv etwas höher. Andere Möglichkeit ist, man hat eben Shift-Objektiv, das für Nikon, Canon und andere Fabrikate eben auch erhältlich ist und hat die gleichen Möglichkeiten wie hier, allerdings nicht ganz so präzise. Und hier hat man eben eine Feintriebmöglichkeit. Beim anderen ist es eben so, man kriegt es auch hin. Aber dadurch hat eben so eine Kamera noch eine Berechtigung im Vergleich zu einer kleinen Bildspielreflex. Gut, ihr habt jetzt ein erstes Foto gesehen, gemacht von dieser Perspektive. Das ist aber noch erst die halbe Miete, weil das kann man noch verfeinern. Genau, wenn man jetzt hinschaut, das Ergebnis ist ungefähr schon so, wie man sich das vorstellt, aber noch nicht genau so. Es gibt also bestimmte Elemente, die stören die Symmetrie. Unter anderem sind das eben offen gelassene Türen oder irgendwelche Schilder, die noch rumstehen und so weiter. Grundsätzlich kann man auch ein Foto schlecht machen und versucht es hinterher wieder annähernd gut zu machen. Einfacher und schneller ist es, wenn man es direkt gut macht und die Sachen so macht, wie man sie haben möchte, weil Photoshop-Retusche ist für manche auch ein Werkzeug geworden und für manche eben auch ein Selbstzweck. Also ich selber fotografiere gerne und sehe zu, dass die Bilder möglichst schnell und gut erstellt werden, weil das spart eben viel Arbeit in der Post-Production. Okay, also analysieren wir dieses Foto nochmal. Da sind noch Schilder drin. Genau, wir haben Schilder, die Türen an der Seite sind noch nicht in Ordnung und ich denke, dann haben wir das. Was man aber auch machen kann, ist immer noch, wir haben jetzt ja eine Form von Gegenlichtsituation, in der wir die Achse sehen. Wir können aber auch einfach sagen, wir möchten diese Gegenlichtsituation nicht haben, wie sie jetzt ist und greifen nur die Achse bis zum nächsten Raum hin auf. Das heißt, wir schließen die Tür. Das heißt, man hat innerhalb der Architektur auch vielfältige Möglichkeiten, ein ganz anderes Bild entstehen zu lassen durch Durchblicke, Einblicke oder eben auch Verschließen von Durchblicken. Okay, dann korrigieren wir das doch mal gerade eben und sehen uns gleich mit den Ergebnissen wieder. Ja, Bild ist gleichmäßig geworden, erkennt man auch an allen elektronischen Elementen.
Man kann auch mal das Histogramm kontrollieren. Ist jetzt etwas unterbelichtet, schadet aber nichts, weil man hinten den Kontrastumfang im Außenbereich dann auch drin hat. Zur Sicherheit könnte man noch mal eine Aufnahme machen, die etwas länger belichtet ist und dann vor Ort am kalibrierten Monitor noch mal entscheiden, was dem Sujet am besten gerecht wird. Gut, dann können wir die Aufnahme noch mal machen wie bisher, allerdings mit einer verschlossenen Tür, sodass man die Achse eigentlich nur bis zum nächsten Raum erkennen kann. Jetzt hat man die gleiche Raumsituation wie eben, allerdings geschlossen. Und mir gefällt es eigentlich auch sehr gut, eine Aufnahme, die ich noch nicht gemacht habe, weil hat sich noch nicht ergeben. So, da seht ihr das endgültige Ergebnis, Markus. Und du hast nochmal besonders darauf geachtet, dass diese beiden Linien von dem Deckenfries genau in den Ecken des Bildes landen, ne? Ja, das ist eine Form der Bildgestaltung, die ich selber sehr gerne habe. Also man muss es nicht so machen, das ist auch eine sehr persönliche Geschichte. Also mir gefällt es einfach, wenn ich die Sachen minutiös so ausrichte, dass sie für mich schön aussehen und für mich laufen dann eben die Linien in die Ecken rein. Wichtig für mich ist aber auch, dass gerade bei Zentralperspektiven eben nicht noch weitere aufregende Momente hinzugefügt werden. Also kein erhöhter Standpunkt, kein besonders niedriger Standpunkt, sondern eine Positionierung in Augenhöhe, sodass das einfach eine unheimlich gewohnte Perspektive ist. Wenn man die Sache dann groß vergrößert, hat man das Gefühl, man kann in ein Bild eintreten. Man befindet sich eigentlich in Augenhöhe und es ist eigentlich so alles so, wie man es erwartet. Man fühlt sich schon in irgendeiner Form zu Hause. Eine andere Sache der Zentralperspektive ist auch noch, das hat was sehr Beruhigendes, die Symmetrie. Die wird als sehr, sehr schön empfunden und das manche sagen, wenn man es negativ formuliert, es hat was Langweiliges, aber ich finde, es hat was Gewohntes und dann klingt es eigentlich auch schon ganz gut. Okay, ja, also das muss ich nochmal unterstreichen. Du hast das sehr, sehr fein alles justiert hier. Das muss man sehr, man muss sehr exakt arbeiten. Aber es gibt eben auch dieses sehr dokumentarische, nüchterne Perspektive darauf, die aber auch zu so einem Gebäude besonders gut passt. Diese Klarheit und Reduktion irgendwie, obwohl das ja eigentlich ein sehr opulentes Gebäude ist. Ja, es hat was scheinbar Dokumentarisches, aber schon alleine durch den Kameraschwerpunkt oder durch die Wahl der Achse oder die Höhe der Kamera greift man natürlich als Fotograf schon ins Geschehen ein. Kurz noch dazu, was so ein Bild nachher in der Nachbearbeitung erfährt. Wir können vielleicht mal einen Vorher-Nachher-Vergleich zeigen. Was machst du an so einem Bild typischerweise noch? Also die Bilder werden so wenig wie möglich nachbearbeitet. Sie entstehen vor Ort direkt, also hier jetzt im Schloss Benrath in diesem Fall. Und da ist wenig Nachbearbeitung möglich. Es werden manche scheinbaren Makel noch entfernt, wenn jetzt irgendwelche Schilder vergessen worden sind, was eigentlich selten vorkommt. Zum Beispiel, die werden dann retuschiert. Ansonsten ist es eigentlich weitestgehend fertig. Was man sagen kann, der Markus ist eigentlich der Hoffotograf hier des Schlosses Benrath. Du hast ein ganzes Fotoprojekt, ein ganzes Buch über dieses Schloss gemacht. Also das, was ihr gerade gesehen habt, selbst wenn es jetzt ganz leicht und spielerisch und schnell aussieht, ist etwas, was er seit Jahren, kann man sagen. Ja, genau, das Thema ist schon länger da. Also es war auch schon in anderen Schlössern, war ich in anderen Schlössern unterwegs, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist ein anderes Buchprojekt, war auch ausgestellt schon in verschiedenen Institutionen wie Kunsthalle Nürnberg oder im K10. Und die Sachen erfreuen also nicht nur unter dokumentarischen Aspekten, sondern auch unter Ausstellungsaspekten. Wir haben jetzt heute hier mit dem gegebenen Licht fotografiert und das ist auch sehr gut aufgegangen. Kann man zu der Thematik von Licht noch was sagen? Ja, Licht ist das zentrale Thema der Fotografie. Man muss immer überlegen, was möchte ich für ein Licht haben, wie viel Licht brauche ich, wie wenig Licht brauche ich. Bei einer Fachkamera wie dieser kann man ohne Probleme Langzeitbelichtungen nehmen. Also man arbeitet halt mit Stativ. Das beschleunigt nicht die Arbeitsgeschwindigkeit. Dafür hat man große Freude an den Resultaten, die dann hinterher rauskommen. Es ist ein digitales Mittelformat-Back und größenmäßig lässt es dann keine Wünsche offen. Aber dass du so einen Raum regelrecht ausleuchtest mit selbst mitgebrachtem Licht, kommt eher selten vor. Das kann man alles so machen, habe ich auch in anderen Projekten schon eingesetzt. In Schlössern setze ich immer das vorhandene Licht ein, weil auch früher eigentlich die Lichtführung ein zentraler Aspekt der Architektur war. Das heißt, wir sehen ja dadurch, dass die Architektur so, wie sie auch der normale Besucher hier sieht. Ne? Wenn man selber Licht einbringen würde, würde man sie ja neu interpretieren, würde vielleicht Licht aus Richtungen kommen lassen, die es in dem Natürlichen gar nicht gibt, weil ein Blitzlicht eben... Ja, man könnte alles gleichmäßiger machen, aber vielleicht ist es auch gar nicht gewünscht, weil wo Licht ist, ist auch Schatten und mir gefallen auch diese Kontraste sehr und man muss auch keine Angst haben, wenn mal irgendwie ein Bereich mal absäuft, also mich selber stört es auch gar nicht. Also wenn es halt dunkel ist, in der Abstellkammer ist es halt dunkel.
Ihr seht jetzt dann im Abspann noch mal ein paar der weiteren Bilder, die Markus hier in diesem Projekt zu dem Schloss gemacht hat. Da sieht man, dass die auch immer auf Achsen fotografiert sind und diese Zentralperspektive haben. Dir vielen herzlichen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Sehr gerne. Es gibt natürlich noch jede Menge weiterer Perspektiven und wenn euch das gefallen hat heute, würde Markus uns auch demnächst mal weitere Perspektiven in der Architekturfotografie näher bringen. Bis dann. Tschüss.